Booyah! Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario World. Zusammen mit Mariposa, das bin ich. Ja, ich bin am Überlegen. Es hat nicht ganz gespeichert, das letzte bisschen, aber das macht uns nichts. Wir machen einfach hier nochmal das kleine Überraschungsrätsel. Ja, wie soll man es sonst nennen, ne? Wir brauchen eine Feder. Die sollten wir relativ schnell bekommen. Geh weg. Sollte also kein Problem sein, dass wir uns nochmal ganz schnell. Nochmal ganz schnell die Feder holen. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Oh, und kaputt. Da, da und. Ja! Ein kleines. Ich nenne es immer Leben-Level. Oh, jetzt kriege ich gar nichts mehr hier. Oh, ein Leben nur geschafft. Naja. Die tauchen immer mal wieder zwischendurch auf. Yoshi! Da ist mein kleiner Freund wieder. Bam, weg mit dir. Ah, Yoshi! Mein Yoshi, mein Yoshi! Mein, hallo? Geh weg. Wo ist mein Yoshi? Komm her, mein Yoshi. Problem ist jetzt natürlich, wir haben keine Feder gekriegt. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß noch was. Yoshi, bleib mal kurz da. Der da? Ja, genau. Sehr schön. Yoshi, dich kann ich leider jetzt nicht mehr gebrauchen. Die komischen kleinen Cooperchen oder was auch immer das ist mit dem Cape, wo das so leuchtet, die haben eine Feder-Intus. Und das hat uns gerade das Schlüsselloch beschert. Und jetzt geht's leider wieder zur Unterwasserwelt. Oh Gott, da unten sind schon diese komischen Weg. Fische, die einfach folgen. Witzig ist ja auch immer, das Lied von Super Mario World ist ja immer dasselbe. Allerdings auf dem Keyboard, glaube ich, immer mit einem anderen Sound gespielt. Das ist total lustig irgendwie. Man kann immer mit. Jetzt komm, 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 komm. Und jetzt nach oben. Weißt du nicht, was es hier oben gibt, aber. Ja. Ja, und? Oh nein. Oh nein. Ich glaube, wir schaffen es nicht. Nein. Auch schade. Hier hätte wieder so ein Luftballon drin sein müssen. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Secret gewesen ist. Jedenfalls kann man das Lied immer mitsummen, weil es ja eigentlich immer dasselbe ist. Du gehst weg. Och, knapp. Toll, da komme ich nicht rein. Nö, bin ich zu fett für. Oh, wie habe ich denn das gemacht? Ja, ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich häng fest. Ich beeil mich, ich beeil mich, ich beeil mich. Geh weg. Ja, runter. Ah, wir sind drin. Sehr schön. Und auch hier haben wir ein Secret gefunden. Rein da. Und somit kommen wir zum Geisterhaus. Oh weh, dann müssen wir gleich nochmal dieses doofe Unterwasserlevel machen. Ghost House. Keine Angst, Mario, ich bin bei dir. Hallo? Ist hier jemand? Huhus, da sind sie schon. Hopp. Kurz warten. Hopp. Buhus, Buhus. Lasst mich durch. Ah! Das ist ein großer Buhu. Schwupp, schnell durch.
Da oben war auf jeden Fall mal ein Secret. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man da hinkommt. Ich glaube, mit der Feder... Mit der Feder ist es am besten. Nein, da komme ich nicht drüber. Ja, mit der Feder wäre es am besten gewesen eigentlich. Naja, gucken wir erstmal weiter. Sind wir hier? Hier kriegen wir wieder eine Blume. Hallo, kleiner Buhu. Flieg mal kurz weg. Da sind noch mehr Buhus. Da, pass auf. Oh, das war knapp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und jetzt schnell. Da taucht eigentlich eine Tür auf. Wir machen mal hier die Münzen weg. Da ist eine Tür. Hörst du auf, mich zu verfolgen? There are 5 entrants to the Star World in Dinosaur Land. Find them all and you can travel between many different places. Ja. Das Sternland, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wir nehmen jetzt erstmal, hier gibt es mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Ich kann in diese Tür reingehen oder ich kann in diese Tür reingehen. Ich gehe jetzt erstmal in diese hier rein. Und es ist das Finale. Schwumm! Ja, irgendwo gab es dann noch mehr Geheimnisse, glaube ich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber da war noch irgendwas. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Contain and save. Dankeschön. Ich lässt das nicht so ganz locker. Wo geht's erstmal hier hin? Oh, da ist schon das Bowser-Schloss. Kann man so einen kleinen Einblick kriegen, wo man später mal hinkommt. Und die Eisland. Ich das jetzt auf. Oh. Wie? Oh. Quatsch. Dankeschön. Ein Stern. Und vorbei an der Dings. War ja klasse, wieder mal. Die kriege ich aber diesmal. Daneben. Wusch. Ah, noch durch. Nein, bleib hier. Ich bin ein dicker Luftballon. 99 Luftballons, ja. Und jetzt müssen wir eigentlich warten, bis wir da wieder fertig sind. Mist. Wah. Ha. Bum, 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 bum. Irgendwas hätte ich anscheinend auch gemacht, dass ich hier rausgekommen wäre. Ja. Und das nächste. Jetzt sind wir hier oben und haben quasi das eine Geisthaus abgekürzt. Ja. Aber wir wollen ja alle 94 Dinger haben. Bedeutet, hier kann man, glaube ich, auch noch irgendwas anderes finden. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich war der Meinung, ja. Wir machen erstmal hier das normale Levelende. Ich glaube, ich muss mir eine Feder holen, damit ich das überprüfen kann. Ich bin echt der Meinung, da oben ist irgendwas. La, 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 la. Kommt näher. Upsa. Bin ja an den einen Choppy dran gekommen. Es verfolgt mich. So. Können wir hier noch irgendwo hin? Nö. Ist da drunter? Noch eine Blume? Wie unrealistisch eigentlich, dass man mit einer Feuerblume... Hoppla, schon wieder dran gekommen. Platsch. Unter Wasser rumschießen kann. Das ist ja ein Feuerball. Also dürfte das ja eigentlich gar nicht gehen. Aber naja, darüber wollen wir jetzt mal nicht reden. Weg. So, wir nennen uns, da sind wir schon reingegangen.
glaube, ich kann auch oben drüber, oder? Ja. Da war irgendwas. Plopp. Jetzt können wir versuchen, ganz oben dran zu kommen. Oh, daneben. Ja, toll. Hat ja super geklappt. So. Ich überlege gerade, war hier auch noch irgendwas? Wir sind da rüber gegangen. Wir sind da hoch. Ich will hier so eine Feder haben. Ich glaube, ich hole mir hier noch schnell so eine Feder und gehe dann dahin und überprüfe das. Mich lässt das nicht kalt. Oh, da war schon einer gewesen. Mist. Den Pilz nehmen wir mal mit. Blöd, Mann. Ah, der blinkt nicht. Der blinkt. Mist. Der blinkt. Gib mir die Feder. So, und schnell raus hier. Das war ein Chaos. Okay. Einmal kurz hier hin. Und überprüfen, was wir da verpasst haben. Oh, Gottes Willen. Jetzt bloß keine Fehler machen. Die Buhus können uns alle mal. Sicher Nummer gehen, ja. Auf Nummer sicher gehen. Und jetzt mit Volldampf. Oh! Kann ich auch fliegen, wenn ich das Ding in der Hand habe? Hä, war das doch nicht? Oder ist es jetzt erst? Oh. Blödes Puhu. Ich probiere das jetzt noch weiter aus. Geh weg, Puhu. Nee. War es wirklich nicht? Dann muss das ein anderes Level gewesen sein. Okay. Naja, egal. Okay, wir sind hier lang und jetzt gehen wir hier hin. Zum nächsten Geisterhaus. This is a ghost house. Can you find the exit? Hehehe. Don't get lost. Ja. Gibt hier immer mal so ein paar. Wie soll man sagen? Falsche Wege wäre am besten formuliert. Irrwege, Irrlichter, die einen dann im Kreis führen. Und die Geister haben immer sehr großen Spaß daran, einem dann das Leben schwer zu machen. Gott, war das knapp. Sind wir hier? Hallo? Ja, was das jetzt gebracht hat, keine Ahnung. Gucken, ob wir kurz hochfliegen können. Hier ist nichts. Und schon sind wir wieder hier. Ja, das heißt, wir müssen irgendein Secret finden. Wenn ich jetzt da nochmal reingehe, habe ich den Button nicht mehr in der Hand. Okay, aber jetzt kommt eine Pflanze. Sehr gut. Und rein da. Und das war das Haus. Ja. Habt ihr mich nicht dran gekriegt, Buhus? Und jetzt Peace! Ja, Freunde. Das macht mega Spaß. Von Teen & Safe, ja. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Kommi da. Wenn es euch generell mit mir gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Das Ganze ist kostenlos. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Super Mario World zusammen mit Mariposa. Als nächstes machen wir das Schloss da drüben klein. Bis dann. Ciao.